Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX zaubert Lichtkunst in den Abendhimmel. Japan verliert Kontrolle über Epsilon-Rakete und muss notsprengen. Electron erreicht die USA für ersten Start außerhalb Neuseelands. Erstes europäisches Startup erleidet schweren Rückschlag. SLS-Starttermin am 14. November jetzt offiziell. Samantha Cristoforetti reitet den SpaceX Crew Dragon wohlbehalten nach Hause. Elon Musk liefert sich Twitter-Wortgefecht über Starlink und fordert von Pentagon Geldmittel für Starlink in der Ukraine in dreistelligem Millionenbetrag. Und das SpaceX Starship wurde erneut für Tests auf der Startrampe zur vollen Pracht zusammengesetzt. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Aber fangen wir erstmal an mit den Starts der vergangenen Woche. Zu spät für die letzten News ist am Sonntag, den 9. Oktober um 1.05 Uhr MESZ eine Falcon 9 mit zwei Galaxy-Kommunikationssatelliten für den geostationären Orbit gestartet. Die Mission war ein voller Erfolg und zusätzlich zu der Live-Berichterstattung von SpaceX gab es unglaubliche Aufnahmen vom Droneship A Shortfall of Gravitas. Da der Start bei Sonnenuntergang erfolgte, war es schon relativ dunkel, während das Abgas in der Höhe noch von der Sonne angestrahlt wurde. Das erzeugte dieses beeindruckende Quallenlichtspiel am Himmel. Das geübte Auge kann sogar eine kurze Unterbrechung des Abgases bei der Stufentrennung erkennen. Weiter kann man sehen, wie der Booster vor Eintritt in die Atmosphäre kurz zündet, das ist dieser Lichtpunkt, um nicht zu schnell auf die Atmosphäre zu treffen. Und selbst nach der Landung ist der Schweif des Starts noch im Hintergrund zu erkennen. Am Montag, den 10. Oktober, ist um 4.52 Uhr MESZ eine Soyuz 2.1b mit Fregat-Oberstufe von Plesetsk ausgestartet. An Bord der russische Satellit zur Positionsbestimmung GLONASS K1 Nummer 17. Der Start der japanischen Epsilon-Rakete am 12. Oktober um 2.50 Uhr MESZ ist leider fehlgeschlagen. Ja, es war der sechste Flug der Epsilon-Rakete und der erste Fehlstart. Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA ordnete die Selbstzerstörung der Epsilon-Feststoffträgerrakete an, nur wenige Minuten nach dem Start, da sie von ihrer vorgesehenen Flugbahn abgewichen ist. Was genau fehlschlug, das kann ich euch nicht sagen, nur so viel, dass sich der Vorfall nach dem Abschalten der zweiten Stufe ereignet haben muss. Auch am Mittwoch, den 12. Oktober, startete eine Proton-M-Rakete von Baikonur in Kasachstan an Bord der Kommunikationssatellit für Angola Angusat 2. Angusat 1 war ja vor Erreichen seines geostationären Orbits 2017 verloren gegangen. In China ist am Donnerstag, den 13. Oktober um 0.53 Uhr MESZ eine Langer Marsch 2C von Taiyuan ausgestartet. Am Freitag, den 14. Oktober, ist von Xichang eine Langer Marsch 2D mit dem Erdbeobachtungssatelliten Yaongan 36 gestartet. Am Samstagmorgen, den 15. Oktober um 7.22 Uhr MESZ ist eine Falcon 9 von Cape Canaveral gestartet. An Bord der von Airbus entwickelte und gebaute Kommunikationssatellit Hotbird 13F. Das weiß ich so genau, weil ich letzte Woche, Mittwoch, genau an dem Schüttler, den man auf diesem Bild unter dem Satelliten sieht, gestanden habe. Eigentlich stehen da sogar zwei, einer für Beschleunigung in XY-Ebene und einer in Z-Achse. Der Beschleunigungstisch auf dem Bild steht in Toulouse in Frankreich und ich war dort zu Gast, um mir JUICE anzusehen. Das ist meiner Meinung nach die krasseste ESA-Forschungssonde aller Zeiten. Die wird nach Leben auf den Jupitermonden suchen, also richtig krass. Freut euch schon mal auf eine super spannende Folge. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Angara 1.2 Start bereits erfolgt sein. Startplatz ist Plesetsk und die geplante Startzeit ist Samstagabend, der 15. Oktober um 22 Uhr. Über die militärische EMK-3-Nutzlast kann ich euch leider nicht viel sagen. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Die erste Electron von Rocket Lab hat die USA erreicht. Rocket Lab teilte diese Woche mit, dass die Electron-Rakete, die bei der ersten Mission des Unternehmens von der Wallops Flight Facility der NASA in Virginia gestartet werden soll, an der Ostküste angekommen ist. Nachdem die Electron nun im Rocket Lab Launch Complex 2 angekommen ist, wird Rocket Lab mit den letzten Startvorbereitungen beginnen, einschließlich einer Standard-Startgeneralprobe mit Static Fire und der Integration der Nutzlast. Ursprünglich sollte die Electron-Rakete schon im Jahr 2020 von Virginia aus starten, aber Rocket Lab hatte mit Verzögerungen zu kämpfen, die vor allem auf Probleme bei der Zertifizierung der Software für die Autonomous Flight Termination Unit zurückzuführen sind. Ja, ist nicht zu spaßen mit der FAA. Kann ja gut sein, dass die Electron in Neuseeland nur funktioniert, weil sie ja da auf dem Kopf steht, an der Seite der Erde und so. Hier übrigens eine Empfehlung, meine Technik-Episode von letzter Woche über die Neutron, also die nächste Rocket Lab-Rakete, die auch von Wallops aus starten soll und eine Wiederverwendung der ersten Stufe mit senkrechter propulsiver Landung hinlegen soll, ja, die kommt super gut bei euch an, also gern mal reinschauen, die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Das europäische Raketen-Startup Skyrora hat bei seinem Teststart nur 500 Meter Höhe erreicht. Eigentlich sollte die Skylark L-Rakete bei diesem Test einen Suborbitalflug in 100 Kilometer Höhe antreten.
Das ist noch nicht die Orbitalrakete Skyroarer XL. Trotz des Rückschlags plant man den ersten Orbitalflugstartversuch noch 2023. Das wird ein sehr spannendes Jahr, besonders für die europäische Raumfahrt, die gleich eine ganze Reihe an neuer Raketen starten sehen will. ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg wollen ja auch 2023 starten. Wir drücken aber selbstredend auch Skyroarer die Daumen. Vielleicht ja auch 2023 in der Luft. Die Ariane 6 ist in den letzten Trockentests in Kourou. Nachdem ich letzte Woche ja über die erfolgreichen Tests der Oberstufe in Lampoldshausen berichtet hatte, gab es diese Woche von der ESA Videos der Tests vom Zusammenbau der Rakete. Spannendes System zur Positionierung der Booster in der Montagehalle hat ja schon irgendwie was von Ballett. Auch die Ariane 6 soll ja frühestens 2023 starten. Warum sich da was verzögert, das wird nicht so wirklich gesagt, was mit Sicherheit auch mit der ESA-Ministerratskonferenz zusammenhängt. Also, seien wir mal ehrlich, dafür, dass das Projekt hauptsächlich von europäischen Steuergeldern bezahlt wird, ist da erstaunlich wenig Transparenz in der Ariane 6 Entwicklung. Meiner Meinung nach ganz anders bei der NASA und dem SLS, wo wir ja über jede Schraube informiert werden und die NASA auch die Industrie mal öffentlich rügt. Beim SLS hatte ich letzte Woche in den News den richtigen Riecher. Die NASA legt nun auch offiziell den neuen Starttermin für Artemis 1 fest. Inspektionen und Analysen in der vergangenen Woche haben bestätigt, dass nur minimale Arbeiten am SLS erforderlich sind. Die NASA plant nun, das SLS am Freitag, den 4. November, zum Startplatz zurückzubringen. Dies würde einen ersten Startversuch der Mission am 14. November um 6.07 Uhr MEST ermöglichen. Das Startfenster wäre dann 67 Minuten offen. Vor drei Wochen hatte die NASA das Space Launch System für Artemis 1 in das Vehicle Assembly Building im Kennedy Space Center zurückgerollt. Rakete und Raumschiff sollten vor Hurricane Ian geschützt werden, was rückblickend wohl eine ziemlich gute Idee war. Seit bald 22 Jahren ist sie unser Außenposten im All und daher hat die ISS mehr Aufmerksamkeit von Senkrechtstarter verdient als bisher. Auf der ISS wurde am Mittwoch, den 12. Oktober, die Rolle des Kommandanten von der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti, die diese Rolle seit dem 28. September 2022 innehatte, also nur knapp zwei Wochen, an den neuen Kommandanten der Expedition Sergei Prokofjew von Roskosmos übergeben. Dies geschah kurz vor der Heimkehr von Samantha zur Erde mit der Crew-Kapsel Freedom zusammen mit ihren Crew-Kameraden Kiel Lindgren, Bob Heinz und Jessica Watkins, alle drei von der NASA. Landung der Crew 4 verzögerte sich aufgrund von schlechten Wetters in der Landezone vor der Küste Floridas. Eigentlich sollte die Crew 4-Besatzung der Crew Dragon Freedom bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober von der ISS abdocken und am Abend des 13. Oktober 2022 vor der Küste Floridas landen. Dies musste jedoch aufgrund von schlechtem Wetter an allen Landestellen der Crew Dragon-Kapsel vor der Küste Floridas verschoben werden. Zunächst wurde das Abdocken der Freedom-Kapsel von der ISS auf den Nachmittag des 13. Oktober verschoben. Dieser Versuch musste jedoch quasi in letzter Minute, kurz vor dem Schließen der Luken zwischen ISS und Dragon, erneut verschoben werden, da unerwartet die Winde an den Landestellen so stark wurden, dass eine sichere Landung nicht gewährleistet werden konnte. Daraufhin wurde das Abdocken auf den Nachmittagabend des 14. Oktober verschoben. Am letzten Freitag konnte dann schlussendlich um 18.05 Uhr MEST die Dragon-Kapsel Freedom erfolgreich von der ISS abdocken. Nach der kürzesten Solo-Flugphase einer Dragon zwischen ISS-Abdocken und dem 16 Minuten und 50 Sekunden dauernden Orbit-Burn um 22.01 Uhr MEST von weniger als 4 Stunden konnte die Freedom-Kapsel dann erfolgreich vor der Küste von Jacksonville, Florida um 22.55 Uhr MEST landen. Damit endete nach über 170 Tagen die Mission der Crew-4-Mission, welche mit einem Start am 24. April 2022 begonnen hatte. Die SpaceX-Kapsel Freedom wurde dann von dem SpaceX-Rescue-Boot Megan, das nach der NASA-Astronautin Megan MacArthur benannt wurde, aus dem Atlantik gefischt. An Bord von Supportschiff Megan befand sich auch Astronautin Megan MacArthur, die die Crew-4-Besatzung dort zurück auf die Erde begrüßte. Nach einem kurzen medizinischen Check auf dem Schiff wurden die vier Besatzungsmitglieder von Crew-4 dann mit einem Helikopter vom Schiff, das ein eigenes Helipad besitzt, zum Jacksonville International Airport geflogen. Dort bestiegen die vier Astronauten der Crew-4-Besatzung eine Gulfstream 5 der NASA, welche diese zum Ellington Field, dem Heimatflugplatz der NASA in Houston, flog. Dort wartete bereits die Familienmitglieder der drei Astronauten, Kiel Lindgren, Bob Heinz und Jessica Watkins, darauf, ihre Liebsten nach sechs Monaten endlich wiederzusehen. Während die drei NASA-Astronauten sich von dort aus in die Rehabilitationsklinik der NASA begaben, für erste Untersuchungen nach dem Flug, bestieg die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti eine der Falcon 50 der italienischen Luftwaffe und begann ihren 11-stündigen Heimflug nach Köln-Porz ins europäische Astronautenzentrum. Dort angekommen wird für Samantha eine mehrwöchige Rehabilitationsphase im Envy Hub des DLR, direkt gegenüber dem Astronautenzentrum am DLR, Standort Köln-Porz, beginnen. Dort am Astronautenzentrum wird Samantha dann auch am kommenden Dienstag ihre erste Pressekonferenz abhalten. Vielleicht ist ja Ian vor Ort.
Und eine kleine Werbung in eigener Sache. Der Space Creator, der ist ja seit Wochen leider ausverkauft. Auch wenn du diesmal vielleicht nicht mit dabei sein kannst. Du weißt ja, echte Senkrechtstarter erkennt man an ihrem Outfit. Und zwar überall. Wenn du also noch das passende Outfit für die Zukunft der Raumfahrt suchst, schau unbedingt in unseren Hashtag-Team Space Shop rein. Besondere Empfehlung, die Lederjacke. Sie ist in der aktuellen Jahreszeit mein Lieblingskleidungsstück. Außerdem, ich war ja diese Woche bei Airbus in Toulouse, um die Jupitersonne Juice im Rheinraum zu bewundern. Und die Senkrechtstarter-Lederjacke, die hat mir bei den modebewussten Franzosen einige Anerkennung beschert. Kommen wir zu den SpaceX-News. SpaceX hat laut CNN das Pentagon in einem Brief gebeten, die Nutzung des Starlink-Breitbandnetzes durch die ukrainische Regierung und das ukrainische Militär zu finanzieren. Laut SpaceX kostet sie das mehr als 120 Millionen Dollar für den Rest des Jahres und fast 400 Millionen Dollar für die nächsten 12 Monate. SpaceX sei nicht in der Lage, der Ukraine weitere Terminals zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit weiter zu finanzieren. Auf Twitter war dazu von Elon Musk zu lesen, dass SpaceX nicht darum bitte, vergangene Ausgaben wieder hereinzuholen, aber es kann auch nicht das bestehende System auf unbestimmte Zeit finanzieren und mehrere tausend weitere Endgeräte senden, die einen bis zu 100-fachen höheren Datenverbrauch haben als typische Haushalte. In dem CNN-Bericht heißt es weiter, etwa 20.000 Satelliten-Terminals wurden an die Ukraine gespendet und das ukrainische Militär habe im Juli um weitere 8.000 Terminals gebeten. Musk schrieb dazu, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Starlink-Terminals und Dienste von externen Quellen bezahlt wurden. Ja, was die Terminals angeht, steht das aber im Gegensatz zu dem SpaceX-Brief an das Pentagon. In dem ist davon die Rede, dass 85% der 20.000 Terminals von Ländern wie den USA oder Polen, aber auch durch Spenden von Privatpersonen bezahlt wurden. Warum Elon Musk hier von einem kleineren Prozentsatz spricht, mag an dem Zusatz Diensten liegen. Dazu passt ein von ihm gepostetes Bild, das die Starlink-Datennutzung in der Ukraine zeigen soll. Für die Starlink-Premium-Konnektivität berechnet SpaceX 4.500 US-Dollar pro Monat, was vermutlich weit über den internen Kosten bei SpaceX liegen wird. Aber ich sag mal, Rheinmetall verkauft seine Panzer bestimmt auch nicht zum Selbstkostenpreis. Laut CNN sagt ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums, dass SpaceX die Frechheit besitze, wie ein Held dazustehen, während andere so viel bezahlen und ihm nun eine Rechnung in zweistelliger Millionenhöhe pro Monat präsentiert wird. Ja, die öffentliche Linie des Pentagons, die ist da deutlich gemäßigter. Laut Financial Times sagte die Pressestelle, wir arbeiten mit unseren Partnern und Verbündeten zusammen, um eine Lösung zu finden. Wen das Thema mehr interessiert, Eric Berger von Ars Technica hat da wieder eine sehr, sehr gute Zusammenfassung zu dem Thema geschrieben. Dazu noch eine kurze Nachricht aus der Ukraine. Der Vizepremierminister der Ukraine und Minister für digitale Transformation, Mikhailo Fedorov, sagte diesen Freitag auf Twitter zu Elon Musk, er sei einer der Top-Privatunterstützer der Ukraine und dass Starlink sei ein essentieller Teil der kritischen Infrastruktur der Ukraine. Und Elon Musk bedankte sich natürlich artig bei Twitter. Hier kurz meine Meinung zu dem Thema. Elon Musk, der weiß schon, wie wichtig Starlink für die Ukraine ist und sieht, wie viel Geld die USA und andere in die Unterstützung der Ukraine buttern. Ja, und von diesem Kuchen, naja, da will er jetzt etwas abhaben. Beziehungsweise vielleicht hat er ja auch schon immer darauf spekuliert. Und ja, durch seine Kommentare auf Twitter treibt er natürlich die öffentliche Wahrnehmung für das Thema an und damit auch den Preis nach oben. Und ich glaube, er wird damit Erfolg haben. Das System ist offensichtlich kriegsentscheidend und das weiß wahrscheinlich auch jeder. Da gibt es auch das Wort Kriegsgewinner. Ich hoffe für SpaceX, dass Elon sich mit seiner Rhetorik nicht verzockt. Starlink wäre nach Standard Oil nicht das erste Unternehmen, das der amerikanische Staat zerschlagen hat, weil es zu frech wurde. Hierzu vielleicht ein naheliegenderer Vergleich. 1984 wurde die Firma Bell Telephone Company auf Anordnung des US-Justizministeriums zerschlagen, weil es in den USA und Kanada den Markt für Telekommunikationsdienstleistungen beherrscht hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Pentagon mit dem Justizministerium bei dem Thema nationale Sicherheit ganz andere Instrumente zur Hand hat. Aber vielleicht sieht der Plan auch ganz anders aus. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Pentagon Starlink, wie es aktuell funktioniert, auch einfach schlüsselfertig kauft. Und SpaceX konzentriert sich ja eh auf Starlink 2.0. Dazu passend der Tweet von Elon Musk von diesem Freitag. Die Falcon-Raketen könnten Starlink in die schwarzen Zahlen bringen, aber Starship und ja, Starlink 2.0, die werden für die Finanzierung seiner Marspläne benötigt. Das bringt uns zu den Starship-News. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich berichte hier eigentlich viel lieber über friedliche Technik und Raketen, die Menschen und Sonden immer weiter ins All tragen und den Horizont der Menschheit erweitern, als über Politik. Naja, und genau dazu gab es mehrere tolle Nachrichten diese Woche. Ja, Dennis und Akito Tito sind die ersten beiden Besatzungsmitglieder des zweiten kommerziellen Raumfluges von Starship um den Mond. Dennis Tito war ja 2001 der erste Weltraumtourist überhaupt. Für den Flug mit einer russischen Soyuz bezahlt er damals 20 Millionen Dollar. Also ein Viertel von dem, was Roskosmos der NASA nach dem Ende des Space Shuttles für Flüge zur ISS berechnet hatte. Da haben wir es wieder, Krisengewinnler.
Egal. Dennis und Akiko Tito gaben am Mittwoch bekannt, dass sie 2 von einem Dutzend Plätzen für den 2. von SpaceX geplanten Mondflügen in diesem Jahrzehnt erworben haben. Damit sind sie die ersten gesicherten Passagiere auf diesem Flug und Dennis' Frau Akiko die erste bestätigte Frau überhaupt auf einem Starship-Flug. Dieser Flug wird voraussichtlich der 3. Starship-Flug mit Menschen überhaupt sein. Also wir haben ja den ersten mit Jared Isaacman in dem Polaris-Programm, der erste, der dann im noch Erdorbit stattfinden wird, und dann der erste um den Mond im Dear Moon Project von Yusaku Maezawa und dann eben diesen 2. Flug, der, soweit ich weiß, noch keinen Namen hat, der wird dann auch um den Mond gehen mit insgesamt 12 Insassen. Der Flug wird etwa eine Woche dauern und wohl in einer freien Rückkehrbahn um den Mond führen, wo er auf bis zu 40 Kilometer an die Oberfläche herankommt und dann wieder frei zur Erde zurückfliegt. Wie viel Tito die beiden Plätze gekostet haben, das hat er nicht bekannt gegeben. Und dass es weiter vorangeht im Starship-Programm, konnten wir unter anderem durch die tollen Aufnahmen der Y-Cams von Chief sehen, ja, die einen Full-Stack des gesamten Systems aus Booster 7 und Starship 24 filmen. Vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ihr rockt. Ich freue mich riesig, Felix beim Space Creator Day am Wochenende endlich wiederzusehen. Aber auch SpaceX veröffentlichte tolle Drohnenaufnahmen der ganzen Operation. Aber es gab wohl Probleme mit der Positionierung der Quick-Disconnect-Verbindung am Starship. Was genau das Problem war, das kann ich euch noch nicht sagen, aber Starship 24 wurde wieder ein Stück von Booster 7 gehoben und dann erneut abgesetzt. Was genau das Ziel der Tests jetzt ist, wissen wir noch nicht mit Sicherheit, aber ich würde erwarten, dass es vor einem Static Fire einen Cryo-Test des gesamten Stacks gibt, und zwar voll beladen dann, um das GSE, das Ground Support Equipment und deren Operation zu testen. Im Prinzip alles, was wir auch beim SLS haben. Aktuell steht ja noch die letzte Ankündigung von Elon Musk, nämlich ein Orbitalstartversuch im Oktober, spätestens aber im November, ja, mit dem Skalierungsfaktor für Elon Time. Ja, ab seinem Zitat entspricht das übrigens dem Zeitraum später November bis Anfang Februar, was aber immer noch ultra wäre. Was da deutlich näher dran ist, das sind die Starts der kommenden Woche. Los geht's mit einem Soyuz 2.1V Start mit Wolga-Oberstufe. Die Rakete hat eigentlich wenig mit der R7 basierten Soyuz zu tun. Triebwerk ist eine gestufte Verbrennung und die Seitenbooster fehlen auch, also kein Korolev-Kreuz. Gestartet wird am Dienstag um 22 Uhr MEST von Plesetsk aus. Nutzlast ist eine geheime militärische Nutzlast, vermutlich für den sonnensynchronen Orbit. Am Donnerstag, den 20. Oktober, startet SpaceX seine Falcon 9 von Cape Canaveral aus. An Bord Starlink-Satelliten. Startzeit ist 16.45 Uhr MEST und damit sehr gut für mich zum Streamen. Am Samstag, den 22. Oktober, startet um 1.06 Uhr MEST eine Soyuz 2.1B mit Fregatt-Oberstufe. An Bord ein Gonyetsk-M Kommunikationssatellit. Und dann ein ganz besonderer Start, ebenfalls am Samstag, den 22. Oktober. Der kommerzielle Arm der indischen ISRO startet zum ersten Mal sein GSLV Mark III kommerziell, und zwar für den europäischen Kunden OneWeb. Als echter Senkrechtstarter überrascht dich das nicht, weil ich das hier schon seit einem Jahr immer mal wieder thematisiere, aber vielen Menschen ist, glaube ich, nicht klar, was für krasse Fortschritte die indische Raumfahrt mit einem winzigen Budget bisher gelungen sind. Genau deshalb erwartet euch diese Woche meine Episode über die indische Raumfahrt. Der Start des GSLV Mark III mit OneWeb-Satelliten liegt für uns mit 20.37 Uhr super. Obwohl ich da unterwegs bin, ist ja Space Creator Day, möchte ich ihn aber unbedingt streamen. Dann nehme ich mein mobiles Equipment dann mit. Ja, wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen magst, ja, am besten unbedingt zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich informiert, wenn ich live bin. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit meinen Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür, und euch wird Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich weiß, der hat mittlerweile so einen Bart, aber ich kann es wirklich kaum erwarten, bis wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, wenn es dir genauso geht, schreib mir gern unter dem Video und like natürlich nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.